Dein Vater ließ den Oleander in Andenken an deine Mutter pflanzen. Ihre Lieblingsblume. Sie bringen uns Glück. Lass mich in Ruhe! Mich in Ruhe! Mich los! Entschuldige. Manchmal haben die Frauen einen harten Tag. Einige wollen sich manchmal nur nicht offenbaren. Hannah, dass du schon wach bist? Das ist Erica Mason. Sie bleibt für eine Weile bei uns. Ich hab dich heute früh vollgeblutet. Die bringe ich zu Doc Bellard. Wir machen Parfum. Machst du mit? Du kannst dich natürlich auch gern Toby anschließen. Eigentlich gibt es gleich Mittagessen. Die Auswahl ist groß. Warum schnappst du dir nicht deinen Happen und triffst ein paar der anderen Frauen? Klar. Wer genießt nicht gern ein schlechtes Sandwich im Beisein von Fremden? Gern Parfüm klingt gut. Im antiken Delphi wurde gerne der Oleander genutzt. Sie dachten, damit könnten sie in die Zukunft sehen. Das wurde angezündet und die Dämpfe inhaliert. Die Priesterin hatte Visionen von der Zukunft. Schade eigentlich. Sie hätten es einweichen und Parfum draus machen sollen. Ich sehe lieber die Zukunft, als gut zu riechen. Erica, kannst du mir die Streichhölzer vom Schreibtisch geben? Schublade oben links. Sicher. Erica? Oh, Erica. Es tut mir so leid. Woher haben Sie das? Lucien gab sie uns zum Jubiläum. Jeder bekam eins. Wenn's dich tröstet, ich sehe das Ding ständig irgendwo rumliegen. Schwer zu übersehen. Mr. Flowers Geschmack ist nicht gerade überwältigend. Tut mir leid. Ich hatte das nicht erwartet. Nein, das ist alles meine Schuld. Ich habe nicht nachgedacht. Ich sag dir was. Ich mache es wieder gut. Komm mit. Hier. Tu du es. Jetzt müssen wir nur noch warten. Zum Glück habe ich vorher schon welches gemacht. Stell das neben dein Bett. Und ich verspreche dir die süßesten Träume.
meine Güte, endlich. Steh auf. Du hast Post, sieht ziemlich teuer aus. Was ist hier los? Erika hat ein Päckchen. Ist ziemlich groß. Das ist so hübsch. Öffne es. Ey, geht hässlich. Pass auf. Das Paket wurde gestern gesendet. Wir suchen eine Beschreibung des Absenders. Hier, sieh dir das an. Da wohnt Karl Steinbeck, der Nachtwächter. Wir haben ein Team vor Ort. Er wird vermisst. Ist er tot? Wir tappen im Dunkeln. Wahrscheinlich schon. Warum hatte er dieses Symbol auf seinem Arm? Es hing früher über dem Eingang. Es stammt vom Apollon-Tempel in Delphi in Griechenland. Ihr Motto war, kenne dich selbst. Dein Vater fand es, passt doch zu uns. Nachdem er starb, wurde das Schild entfernt, aber Karls Tattoo blieb. Dann ist da noch das hier. Warum die Puppe? Auf dem Arm ist ein Mal. Ein Schmetterling, genau wie dieser. Wir müssen zurück in deine Wohnung. Du musst dich für mich umsehen und herausfinden, ob sonst noch etwas fehlt. Pack dort ein, was du benötigst. Ganz egal was. Du wirst wohl noch eine Weile bleiben. Alles in Ordnung? Ich frage die Nachbarn, ob sie was gesehen haben.
Warte da. Mach die Tür zu. Polizei, öffnen Sie die Tür oder ich öffne sie mit Gewalt. Ich werde jetzt die Tür eintreten. Da bist du ja. Ich hörte, eine Psychokillerin verfolgt dich. Stimmt das? Hab gehört, sie verfolgt dich schon, seit du klein warst. Woher weißt du das? Du weißt schon. Tratsch halt. Ich werde operiert. Das Positive ist... Die Medikamente sind klasse. Sie lassen mich von Blumen träumen. Oleander, der vom Himmel fällt. Heute Morgen sah ich dann in meiner Hand... Okay, Hannah, es ist soweit. Im Nachtschränkchen in der Schachtel. Ich hielt sie in der Hand, als ich aufgewacht bin. Komm bitte. Keine Sorge. Wir kümmern uns um sie.
Sie kommt nicht zurück. Ich habe es schon mal gesehen. Die Nasenbluten. Die Anfälle. Sie stirbt. Keiner will es sagen. Aber es ist wahr. Gib das her. Ich sehe sie, wenn ich schlafe. Pinke Blumen fallen vom Himmel. Ist weg.